bin Geschäftsführerin der Graduiertenschule für Wirtschaftswissenschaften, der Bonn Graduate School of Economics an der Universität Bonn. Die BGSE ist eine Graduiertenschule, nicht zu verwechseln mit einem Graduiertenkolleg, was es ja in Deutschland schon seit vielen Jahren gibt. Eine Graduiertenschule versucht also im Rahmen einer strukturierten Promotion, eines strukturierten Programms, Doktoranden zur Promotion zu führen. Wir haben derzeit ungefähr 60 Doktoranden. Im Oktober kommen noch mal knapp 30 hinzu. Das Programm ist ausgerichtet auf 4 Jahre, beginnt mit Kursarbeit und unterscheidet sich doch wesentlich von diesem traditionellen, in Deutschland üblichen Doktor-Vater-Doktoranden-Verhältnis, weil es eben ergänzt wird um ganz viele Bausteine. Zum einen Kurse, zum anderen haben sie nicht nur einen Betreuer, sondern können mehrere Betreuer wählen, mit denen sie zusammenarbeiten. Sie bewerben sich zentral, ein Komitee entscheidet, ob sie promovieren können an der BGSE oder nicht. Also es sind viele Elemente aus dem angelsächsischen System aufgenommen. Hier läuft heute am ersten Tag eine 14-tägige Sommerschule. Wir haben 40 Teilnehmer zu dieser Sommerschule eingeladen. Überwiegend sind das Doktoranden. Gut die Hälfte kommt aus dem Ausland und die andere Hälfte kommt aus Deutschland. Es geht natürlich um einen Bereich der Ökonomie. Der Titel der Summer School ist Limited Cognition, Strategic Thinking and Learning in Games. Es geht also im weitesten Sinne um Spieltheorie. In der Summer School, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Spieltheorie, das ist strategisches Denken. Und die Summer School beschäftigt sich hauptsächlich mit einer Verbindung zwischen theoretischen Aspekten von strategisches Denken, hauptsächlich Nash-Gleichgewicht und, würde ich sagen, verhaltenstheoretische Aspekte, die aus der Psychologie kommen, aus der Sozialwissenschaften. Und die Frage ist, wie man diese zwei unterschiedlichen Arten über strategisches Denken nachzudenken, wie kann man sie verbinden? Ja, wir haben sehr viele Bewerbungen gehabt, ich glaube mehr als 100 Bewerbungen überall aus der Welt. Wir haben um 40 Studenten ausgewählt, nur ein kleiner Teil aus Bonn. Die meisten kommen aus europäischen Ländern, aber auch USA und Israel. Und das sind, ja, sind die zukünftigen akademische oder nicht akademische Ökonomen. Und ich glaube, für sie ist es sehr wichtig, junge Kollegen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen kennenzulernen. Und für die Wissenschaft wird das sicherlich sehr gut, weil es ist nicht so oft, dass man auf diese frühe in diese frühe Zeit als Student, man hat schon die Möglichkeit, so viel internationale Interaktion zu bekommen. Das ist, glaube ich, das ist das Besondere. Normalerweise, man bekommt das nur viel später als Forscher und als Student eher nicht. Und wir wollen schon sehr früh forcieren, dass man diese internationale Erfahrung hat. Ich freue mich darauf, einen guten Überblick zu bekommen. Ich denke, es gibt hervorragende Dozenten. Es ist fantastisch, dass Professor Crawford hier ist. Professor Jehiel wird die nächste Woche machen. Ich denke, das ist einfach eine großartige Gelegenheit, von diesen Forschern zu lernen. Es ist ein Gebiet, wo ich denke, jeder Spieltheoretiker sollte interessiert sein, mehr darüber zu erfahren. Und natürlich ist es großartig, Austausch zu haben mit so vielen jungen Forschern, die sich für ähnliche Themen interessieren. Die BGSE bietet regelmäßig Sommerschulen an, einmal im Jahr. Das ist ein fester Bestandteil, weil das einfach unsere Doktoranden sehr befruchtet. Es gibt uns Ideen von außen und wir treten natürlich auch in Kontakt. Und darum einmal im Jahr findet eine Sommerschule an der BGSE statt. Zu welchem Thema das im nächsten Jahr sein wird, daran arbeiten wir gerade.